Rund 3 Küchen kauft der Durchschnittsdeutsche in seinem Leben. Da darf es ruhig mal etwas teurer sein. Vor allem, weil man seine Küche täglich im Schnitt rund 25 Jahre nutzt. Wir sind zu Besuch beim Küchenhersteller Leicht im schwäbischen Waldstätten, einem der größten und modernsten Küchenwerke Europas. Stefan Waldenmeier ist Vorstandsvorsitzender im Unternehmen und weiß, worauf immer mehr Kunden großen Wert legen. Küchen sind natürlich und bleiben Funktionsräume. Es wird darin gearbeitet, es muss darin die Nahrung zubereitet werden. Und es bleibt natürlich bei uns bei jeder Entwicklung immer das Hauptaugenmerk. Nur haben wir uns die letzten 10, 12 Jahre dahin weiterentwickelt, dass wir sagen, die Küchen sind für uns ganzheitliche Räume, sie sind komplette Wohn- und Lebensräume. Und deshalb haben wir uns auch stark geöffnet hin zu sehr individuellen Küchenproduktionen. Und an der Stelle sind wir vor Jahren angetreten, diesen Raum nicht nur als Worthülse zu sehen, sondern gestaltbar zu machen. Und wie das Ganze gestaltbar gemacht wird und welche Farben und Materialien man dafür am besten verwendet, erklärt uns Lorenzo Schara, ein Architekt des Unternehmens. Klassisch und auch weiterhin in der Küche, weil es zeitlos ist, sind natürlich die helle Farben, das Weiß. Weiß ist aber nicht gleich Weiß. Es gibt eine ganze Welt von Weißtönen, beispielsweise ein wärmeres Weiß, ein kaltes Weiß mit blauen Teilen und auch etwas gräulicheres. Zudem hat sich durch die letzten Jahre ganz stark der Trend zu den dunkleren Tönen, farbschwarzen Verstellungen entwickelt. Aber zwischen diesen weißen Farbwelten und der dunkleren Farbrichtung haben wir die sogenannte leise Farben. Wir sind der Meinung, die zeitlose elegante Farbe muss nicht unbedingt schwarz oder weiß sein. Daher haben wir Farben wie Mohair, Olivgrau, Taubgrau und ein etwas kühleres Fossilgrau. Die perfekte Farbwelt zwischen schwarz und weiß. Diese Farben sind sehr zurücknehmend, sehr dezent, aber auch sehr kombinierbar mit unseren üblichen Hölzern. Doch die Küchenhersteller aus Waldstätten wollen noch weitergehen und somit nicht nur die Küche, sondern die komplette Inneneinrichtung gestalten. Und wir sehen derzeit auch einen sehr starken Trend, dass vor allem auch im gehobenen Einrichtungsbereich der Innenausbau gefragt wird. Und ein wichtiges Thema dabei sind immer Hölzer. Und wir gehen auch den Weg heute so weit, dass wir mit den Hölzern nicht nur die Möbel machen, sondern komplette Wandverkleidung. Das Holz ist für uns ein sehr wichtiges Produkt, das wir auch hier direkt vor Ort anfertigen. Die Küche hat sich über die letzten Jahre immer mehr zu Wohnraum geöffnet. Daher ist es ganz wichtig, dass zu den funktionellen Oberflächen in Lack, die eher eine technische Ausstrahlung haben, ein warmes oder angenehmes Holz kombiniert, um die Wohnlichkeit der Küche zu unterstreichen. Holz ist also voll im Trend. Allerdings ist auch Nachhaltigkeit ein großes aktuelles Thema. Wie geht man das Thema Nachhaltigkeit heutzutage in einer modernen Küchenproduktion an? Grundsätzlich ist die Küche eines der nachhaltigsten Produkte im Haus, da sie ca. 20 Jahre verwendet wird. Die Küchenmöbelindustrie achtet seit Jahren darauf, dass die eingesetzten Materialien, der Rohstoff Spanplatte, aus nachhaltigen Forstwirtschaften kommt. All unsere eingesetzten Waren sind PEFC zertifiziert. Einen weiteren Aspekt, den wir beeinflussen können, ist in der Produktion. Die Holzreste, die in der Produktion entstehen, werden in unserem neuen Heizwerk thermisch verarbeitet. Das heißt, wir gewinnen unsere gesamte Wärmeenergie durch das verarbeitete Material. Über die letzten Jahre hat sich herauskristallisiert, dass die Kunden des schwäbischen Trendsetter-Unternehmens vor allem gern helle Holztöne mit hellen Lackfarben kombinieren. Im hochwertigen Bereich sehen wir den Trend, dass die Endkunden tendenziell eher die dunkleren Töne anfragen. Nussbaum lässt sich perfekt mit unseren leisen Farben kombinieren. Wie hier zum Beispiel mit Olivgrau. Wenn wir nun das kombinieren, dann passt dazu noch dieser Griff auch. Würde man das Ganze im gesamtheitlichen Konzept des Gebäudes sehen, könnte man sich noch dazu auch diese Tapete oder diesen Teppich vorstellen. Und somit ergäbe sich dann für den offenen Wohnraum Küche ein artisches Bild. Im asiatischen Markt gibt es traditionell 2 Küchen, eine zur Essenszubereitung und eine zur Präsentation. Das hat sich das Unternehmen als Inspiration genommen und innovative, gestalterische Möglichkeiten entwickelt.
um Küchen- und Wohnbereich miteinander zu kombinieren. Und zur Gestaltung eines Wohnraums gehört auch der wichtige Aspekt, Zonen, Bereiche zu gliedern. Deshalb haben wir auch vor Jahren dann angefangen, Schiebetürenlösungen mit anzubieten und sehr exklusiv und nur bei Leicht auch Durchgangstüren. Der Kunde kann mit Möbeln von uns und mit unserer Durchgangstür einen Hauswirtschaftsraum direkt neben seiner Küche mitplanen. Man sieht keine Wand, denn die Wand sind Schränke. Man sieht keine Tür, denn die Tür ist aus dem gleichen Material wie die Schränke, hat die gleiche Fugenlage wie die Schränke und man nimmt es eben nicht wahr. Und somit schaffen wir auch an der Stelle wieder ein sehr klares und ganzheitliches Bild. Im vergangenen Jahr haben die Küchenbauer ein neues Produkt ins Sortiment aufgenommen, mit prägendem Design in zwei Holzarten. Doch was macht die Bossa so beliebt bei den Kunden? Und dieses Produkt ist sehr einzigartig und trifft auch aktuell wieder einen guten Markt. Und die Kunden, die es bei uns auch nachfragen, verwenden es eben genauso, wie es gedacht ist. Wir machen die Küchenmöbel, wir machen die Wohnmöbel und wir machen komplette Wandverkleidung. Jonas Heiringhoff ist Werksleiter und kümmert sich um die individuellen Wünsche der Kunden weltweit. Jede Küche, die wir hier produzieren, wird auf Kundenwunsch gefertigt und termingerecht ausgeliefert. Und diese Grundthematik haben wir für die Festlegung des neuen Fertigungsablaufes im Werk 2 herangezogen. Entscheidend für uns war es, dass wir eine kundenindividuelle Fließfertigung erzeugen, ohne hohe Lagerhaltung von Massenteilen. Hier sprechen wir also von einer sogenannten sequentiellen, getakteten Fertigung, die wir hier abbilden. Und um die Hauptvarianz der Korpusbauteile vernünftig handeln zu können und zu steuern zu können, ist zusätzlich ein hoher Einsatz von Robotiksystemen notwendig. Mittlerweile bewegen wir uns in diesem Prozess bei einem Standard der Automotive-Industrie. Das neue Werk des Küchenherstellers verbindet handwerkliche Qualitätsarbeit mit industriellen Fertigungsmöglichkeiten. Hier lautet die Prämisse, es wird nur produziert, was auch gebraucht wird. Möglich gemacht wird das durch ein ausgeklügeltes Robotersystem. Die Roboter arbeiten quasi autark und bilden eine Produktionskette, die es ermöglicht, dass jedes Teil zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz landet. Da hier keine Küchen von der Stange gebaut, sondern die Küchen nach individuellen Kundenwünschen designt und produziert werden, müssen auch die Teile in Einzelanfertigung hergestellt werden. Deshalb hat jedes Element einen individuellen Barcode, der den Robotern verrät, welches Teil wann wohin muss. So arbeitet das Werk extrem effizient und durch die anschließende Einspeisung der Holzüberreste in das Wärmesystem der Firma sogar klimaneutral. Und wenn wir uns jetzt diese ganzen Punkte und den kompletten Werksverbund einmal anschauen, können wir sagen, dass Leicht innerhalb von 2 Jahren Bauzeit eines der modernsten Werke für die Losgröße 1-Fertigung in der Küchenindustrie entwickelt hat. Losgröße 1 ist die Fertigung von kundenindividuellen Bauteilen. Das heißt, jedes Bauteil ist einzigartig und wird nur einmal für den jeweiligen Kunden hergestellt. Die Küchenindustrie arbeitet also schon heute an der Küche von morgen, um den zentralen Ort der meisten Familien zum Kochen, Wohnen und Leben noch komfortabler zu gestalten.